Auch in der Intensivmedizin sehen wir zunehmend Probleme mit Menschen, die geraucht haben und Covid erkranken. Sie erkranken nicht nur häufiger und schwerer. Das Rauchen schädigt Gefäße, es schädigt den ganzen Körper und macht genauso wie die Infektion mit Coronaviren eine Schädigung des gesamten Körpers. Und die Kombination aus einer Virusinfektion und dem vorgeschädigten Raucherkörper macht die Verläufe logischerweise schwerer, länger und auch leider häufiger tödlich.